Er ist das Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt Friedrichshafen. Der Neujahrsempfang. 2000 Gäste kamen ins Graf-Zeppelin-Haus, um die Reden von Oberbürgermeister Andreas Brandt und Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu hören. Mit Gelassenheit und Engagement. So möchte Ministerpräsident Winfried Kretschmann dem neuen Jahr begegnen. Er sprach beim Neujahrsempfang in Friedrichshafen an, wie wichtig ein einiges Europa sei und welche Herausforderungen der Klimawandel mit sich bringe. Für Friedrichshafen stellte Kretschmann eine gute Prognose für das Jahr 2018. Es gab jetzt ein bisschen Turbulenzen mit der ZF, nicht? Das ist natürlich eines unserer führenden Unternehmen. Und wir haben aber großes Vertrauen in den Aufsichtsrat, auch die Unternehmensleitung, die neue, die noch gefunden wird, dass sie dieses wichtige Schiff gut durch den Weltmarkt segelt, immer die richtigen Entscheidungen trifft. Wir wollen es unsere mit der ganzen Verkehrsinfrastruktur dazu tun, dass die Stadt sich gut entwickeln kann. Mit Blick nach Berlin und auf die Sondierungsgespräche forderte Kretschmann die Parteien auf, Mut zu ungewöhnlichen Bündnissen zu haben. Und auch die Gäste würden sich zumindest über eine Einigung freuen. Dass wir eine gescheite Regierung kriegen und die mal wieder richtig anpackt. Neue Ansätze, auch im Nahverkehr und solche Dinge mehr, das würde ich mir schon wünschen. Autoverkehr ein bisschen reduzieren, mehr im Nahverkehr, öffentlich, vielleicht auch für die Fußgänger was. Es gibt viele arme Leute, alte Leute und da würde ich mir wünschen, dass es denen besser geht. Oberbürgermeister Andreas Brandt ging in seiner Rede vor allem auf den Themenkomplex Heimat ein. Heimat sei da, wo man sich wohlfühle, aber auch dort, wo unterschiedliche Meinungen respektiert werden und gegenseitiger Respekt Motor für Verständigung ist. Zum einen ist es für mich der Zusammenhalt in unserer Stadt dann in einer Zeit, in der es immer schneller geht, dass die Menschen sehen, Friedrichshafen gibt Heimat. Ich wünsche mir, dass wir unser ehrgeiziges Investitions- und Haushaltsprogramm umsetzen, dass wir das tun, was wir versprochen haben dann. Diesen Wunsch teilen sicherlich auch die Gäste. Rund 2000 begrüßten das neue Jahr nach den Reden bei einem Stehempfang.